Sehr geehrte Damen und Herren, nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht dürfte die US-Notenbank Fed ihren Leitzins kommende Woche wohl noch nicht erhöhen. Aber die Erholung am US-Arbeitsmarkt ist alles andere als vorbei. Sie tritt nur in eine andere Phase. Schließlich naht nach dem langen Aufschwung die Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenquote beträgt nur noch 4,7%. Der Pool unbeschäftigter Arbeitnehmer trocknet langsam aus, sodass das Bevölkerungswachstum immer mehr das Beschäftigungswachstum bestimmt. Und es reichen 80.000 neue Jobs im Monat aus, die neu an den Arbeitsmarkt kommenden Personen mit Arbeitsplätzen zu versorgen. Die Zeit sehr starker Beschäftigungszuwächse von etwa 200.000 im Monat gehören der Vergangenheit an. Ein langsamerer Beschäftigungsaufbau ist normal. Aber natürlich hat sich der Jobanstieg im Mai zu abrupt auf 38.000 neue Stellen verlangsamt, um das alleine mit der nahenden Vollbeschäftigung zu erklären. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Irregularität der Daten, die immer wieder vorkommt. Aber die Fed schaut da nicht durch und wird ihren Leitzins nächste Woche wohl nicht anheben. Auch wenn viele Vertreter der Fed vor dem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht eine Zinserhöhung im Juni durchaus für möglich gehalten hatten. Anders als früher macht die Notenbank bei der Normalisierung der Geldpolitik diesmal nicht kurzen Prozess, sondern fährt einen Stop-and-Go-Kurs. Damit beschert sie sich ein Kommunikationsproblem. Den Märkten fehlt die klare Führung durch die Notenbank. Wir setzen darauf, dass der nächste Arbeitsmarktbericht Anfang Juli wieder besser ausfällt. Die Fed dürfte den lange in Aussicht gestellten Zinsschritt auf der übernächsten Sitzung im Juli vollziehen. Aber der Weg zu normaleren Zinsen bleibt holprig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und lest Sie für mehr Informationen bitte die Woche im Fokus.